Juventus Turin liegt auf Dang Sami Khedira und Emre Can weiter klar auf Titelkurs. Der italienische Rekordmeister setzte sich am 23. Spieltag dank Treffern von Khedira, 23. Superstar Cristiano Ronaldo, 70. und des eine wechselten Can, 86. mit 3:0, 1:0, bei US Sassuolo Calcio durch und führt die Serie A mit 11 Punkten Vorsprung auf den SSC Neapel an. Der Tabellenzweite Neapel musste sich am Samstag mit einem 0:0 beim AC Florenz begnügen. Während Khedira 67 Minuten zum Einsatz kam, wurde Emre Can kurz vor seinem Tor in der 85. Minute eingewechselt. Trainer Luciano Spalletti hat beim ehemaligen Champions-League-Sieger Inter Mailand unterdessen zunächst einen Schritt aus der Schusslinie gemacht. Nach 4 Pflichtspielen ohne Sieg gewann Inter 1:0 bei Parma Calcio und festigte Platz 3. Die Krise ist zu Ende. Endlich zeigt sich Inter wieder in altem Glanz, schrieb die Gazzetta dello Sport, während Tutto Sport über das Ende eines dreiwöchigen Albtraums berichtete. Spalletti kann erst einmal durchatmen. Wir haben gegen Parma bewiesen, dass wir die Schwierigkeiten überwinden können. Jetzt heißt es, dieses Resultat zu konsolidieren, sagte der 59-Jährige. Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass Spalletti durch Ex-Chelsea-Coach Antonio Conte ersetzt werden könnte. Darüber hinaus kam Milan am Sonntagabend zu einem souveränen 3:0 Heimerfolg über Cagliari. Die Tabelle der Serie A platzt Team SP. Tore Diff. 1 Juventus Turin 23:49:15:34:63 2. SSC Neapel 23:42:18:24:5:2:3 Inter Mailand 23:32:16:16:43 4. AC Mailand 23:32:21:11:39:5 Atalanta Bergamo 23:50:31:19:386 AS Rom 23:44:30:14:387 Lazio Rom 23:32:25:7:38 8. FC Turin 23:28:22:6:34:9 Sampdoria Genua 23:39:30:9:3:3:1:0 AC Florenz 23:33:25:8:3:2:1:1 Sassuolo Calcio 23:34:36:-2:30:12 12. Parma FC 23:24:31:-7:29:13 FC Genua 23:30:40:10:25:14 Spal 23:20:32:12:22:15 Cagliari Calcio 23:19:34:15:21:16 Udinese Calcio 23:18:31:13:19:17 FC Bologna 23:18:35:17:18:18 FC Empoli 23:27:45:18:18:19 Frosinone Calcio 23:17:43:26:16:20 Chifo Verona 23:19:47:28:9